Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu What's on the Table. Heute haben wir etwas Interessantes, ein neues, eigentlich sollen wir sagen What's Cooking, ne? Weil das ein Prototyp ist. Liv, kannst du uns Chamber of Wonders vorstellen? Aber sicher doch. Oh, danke. Ja, also was auf den Tisch kommt, wird gespielt, heißt es bei uns ja so schön. Das trifft auch darauf zu, wenn das Essen noch nicht so ganz fertig ist. Ja, das stimmt. Ja, Chamber of Wonders von Ludus Magnus Studio Light, weil das ein kleineres Spiel ist ohne Miniaturen, wobei ich kann auch schon gleich sagen, beim Kickstarter gibt es ja auch so eine XXL All Components hier, wurden 99 Euro Version. Aber ob sich das lohnt, checken wir das mal beim Spiel aus. Okay, also worum geht's, ne? Hier, komm. Wir haben hier so eine Art Action Selection mit, ich würde sagen, Set Collection gemischt. Okay. Jeder hat hier drei Meeple, die ganz schön aussehen. Wir sind Gentlemen and Ladies, die yes, hier ein Gentleman. Chamber, also ein Raum, ein Kabinett der Wunder bestücken wollen mit irgendwelchen Obszönitäten, würde ich mal gerade sagen. Mhm. So, was machen wir? Der Flow ist, ich stelle meinen hier irgendwo rein, mache diese Aktion. Gegebenenfalls machen die anderen Spieler die gleiche Aktion. Okay. Dann kann ich optional einen von denen hier verwenden. Okay. Und dann spielen wir alle eine Karte rein. Wenn eine Karte, das macht dann jeder gleichzeitig, gespielt ist, kann man nichts mehr dazulegen, man kann sie auch nicht wieder wegnehmen. Okay. Das war eigentlich schon alles, was die einzelnen Sachen können. Und was die Karten können, das klären wir beim Spiel. Warte mal kurz. Okay. Eine Karte kommt hier auf den Ablagestapel. Ah, am Anfang immer? Ja. Interessant. Und das, wer es noch nicht, wer es nicht erkennt, ne, das ist die Black Rose aus einem anderen Spiel. Jeder kann sich beschweren kann. Das gefühlt ein bisschen vorher geplant, oder? Aber du hast nicht mitgekriegt, dass ich die extra nach oben sortiert habe. Nein, das habe ich nicht gesehen. Ja. Aber sehr gut hast du gemacht. Movie Magic. Oh, danke. Ach, ich sag nochmal hinzu, wir haben hier vier Orte. Ja. 10 sind jetzt schon bei den Prototypen dabei. Ich weiß nicht, wie das nachher, ob da wird es vielleicht nochmal den einen anderen geben. Auch hiervon gibt es 6, glaube ich. Und da kommen bestimmt noch ein paar dazu, Stretch Goals und so weiter. Ihr wisst, wie das läuft. So, jetzt haben wir jeder 3 Karten gekriegt. Hier, ich zeige mal gleich, wie die so aussehen. Und dann sage ich uiuiui. Eigentlich habt ihr jetzt schon fast keine Chance. Oh nein. So krasse 3 Karten. Oh wow. Dann verliere ich. Sehr gut. Also fängst du schon wieder an? Oder? Ja, wie immer, ne? Alles klar. Genau, hier sperren wir die. Die können wir für 5 Münzen, für 5 Pfund freimachen. 8. Hat jeder von euch 8? Jeder hat 3 Karten? Alright, dann geht's los. Ich stelle meinen ersten I take this one. Okay. So, bei dem kriegt jeder Mitspieler eine Karte. Danke. Und ich kann so viele aufdecken, bis ich einen Doppelten ziehe. Ich darf, da gibt es 6 verschiedene Kategorien. Wir decken mal die erste auf. Das ist eine Legendary Card. Legendary. Was bedeutet die Legendary? Die gibt nochmal so einen Famous-Punkt. Hier oben sehen wir, wie viele Punkte die Karten wert sind. Und die sind 3 wert. Okay. Wisst ihr was? Ich höre jetzt schon das auf. Das nimmst du einfach. Und nehme die einfach. Wow. Kein Pushyback. No. Das wäre interessant. Was machen wir danach? Diese jetzt 2 Männer. Darf ich mir aussuchen, ob ich das oder das mache? Und? Ich nehme einfach eine Karte noch dazu. Damit wir nicht beide eine Karte kriegen. Und? Das ist lieb. Oh, yes. Jetzt suchen wir schon aus, ne? Jeder legt eine Karte hin. Are you ready to rumble? I'm ready. Und los geht's. Here we go. Ich habe den Goldarak, das ist auch ein Legendary. Und pack das mal ich habe Habaneros, das ist auch ein Legendary. Ich habe diese Kapsel. Habaneros, geil. Diese you can smell it. Habaneros. Habaneros ist ein scharfer Pepperoni, ne? Ein Paprika. Achso, aber auf dem Bild sind so meine Frau. Zigarren. Zigarren, ja, das ist interessant, dass die Habaneros heißen. Ich weiß nicht, worum es geht, wenn ihr es wisst. Schreibt mal rein. Ja. Ja, das war übrigens schon einer meiner 3 Züge. Ihr merkt, das Spiel geht schnell. Ark, du hast hier schon Westminster Abbey. Ja, da gehe ich hin. Alright. Ich war schon einmal eigentlich da. Okay. Bei Westminster. Hier haben wir so eine Art Drafting-Mechanismus. 3 für dich. Such dir eine aus und gib die anderen beiden weiter.
Ja, ja, ja. Das. Ja, jetzt misch die nicht mit deinen anderen Handkarten. Das mache ich nicht. Ganz gut. Eine von den beiden musst du mir noch geben, Rachel. Ich weiß. Und danach kriegst du schon wieder gleich drei neue. Du suchst dir davon auch eine aus. Warum habe ich eigentlich so scheiß Karten? Wer hat das gemischt? Du hast das gemischt, oder? Arken hat die Kameras aufgebaut. Dein Ernst? Dein Ernst? Sagt er. Ja. Noch kein Mann? Ja, nochmal. Jetzt machen wir das nochmal. Ich habe bis jetzt jede Partie gewonnen, ne? Aber so läuft das überhaupt nicht. Jede Partie gewonnen! Oh, interessant, was du mir gegeben hast. Also interessant auf jeden Fall vielleicht schon mal auch zu erwähnen. Nein! Jede Karte, die man am Ende des Spiels auf der Hand hat, ist ein Minuspunktwert. Das stimmt. Das ist nicht gut. Ich nutze auch eine Fähigkeit von die beiden Männer. Also ja, mach es. Die andere Seite. Und ich nutze diese Seite. Da kannst du eine Karte verkaufen. Danke. Auf dem Schwarzmarkt. Vier. Und davon bekomme ich 4 Münzen, ne? Nice. Warum machen wir Geld? Geld ist immer gut im Leben. Oh ja, das stimmt. Eigentlich primär, wenn du an Versteigerungen teilnehmen willst oder wenn du hier für 5 Münzen die... Das mache ich schon. ...weiteren... Die Expander in der Haus. Hey, ich will nach Westminster gehen. Natürlich. Du gehst in Richtung Westminster. Warte kurz. Wir haben etwas vergessen. Wir müssen eine Karte... Das stimmt. Ich habe meine Karte schon ausgesucht. So, ich bin bereit. Sehr gut. Vorbereitet. Oh. Alright, ich auch. Ich auch. Boom. Okay, ich habe hier... Hey! Ah, du auch? Scheiße. Great minds think alike. Okay, dann nimm das. Danke. Pack ich einen hin. Ich habe auch... Mehr als ich? Gucken wir mal. Bitte. Bitte schön. Okay, jetzt kannst du das. Ich habe auch eine Legendary Karte. Ah, okay, cool. Welche denn? Das ist eine coole Karte. Rosetta Stone. Okay, jetzt darfst du hier deine Aktion machen. Okay. Rachel, du weißt, dass die Karten Minuspunkte sind im Spiel, oder? Hey, Rachel sammelt gerne Karten, das hat mir letztes Mal schon was gefühlt. Ja, leider. Oh, Mann. Was ist für... Ja, ein bisschen schneller. Dankeschön. Ich bereite das vor, weil wir müssen alle das gleiche ja. Ding. Ja, der dauert am längsten, der Ort, definitiv. Da. Danke. Und jetzt gucken wir mal wieder. Da habe ich hier drei neue Karten auf der Hand gekriegt. Dann mache ich dir lieber eine von den anderen hier. Nochmal löschen. Ich glaube, das ist besser. Ja. Da. Hast du dich entschieden? Ich habe mich entschieden. Meinst du, war eine gute Wahl? Ja, ist wirklich schnell. Okay. Ja. Für mich. Wenn du das sagst, dann ist das so. Für mich war es gut. Oh, da ist ja noch eine. Genau die wollte ich nicht. Oh nein. Ich dachte, du würdest sagen, genau die wollte ich haben. Okay, ich will auch diese Dinge. Big Spender. Ihr seid ja richtig hier in Ausgeberlaune. Okay, so jetzt gebe ich... Also, verkaufe ich diese Karte. Das war eine gute Frage. Ja, und wie viele Münzen kriegst du dafür? 4. 4 Münzen, sehr gut. Ja. Okay. Dann Löw, du bist wieder dran. Nein, no, warte. No. Oh, so habe ich die gleichen Fehler gemacht? Ja. Mann. Jetzt ist die Entscheidung, was wir machen bei Red, schwer. Ich bin bald. Das war ja zu schnell. Ich brauche auch noch eine ganz kleine Sekunde und entscheide mich, glaube ich. Männer. Ich bin bereit. Ich werde hier unter Druck gesetzt. Alles klar. ich nehme die. Okay. Okay. Ich habe den goldenen Gral. Oh, nice. Zum Glück. Ich hatte 3 Bücher. 3 Bücher, alles klar. Auch gut. Ja. Ich habe ein Krone hingelegt. Ein no. Nefertiti oder sowas. Ägypten? Irgend so einen komischen Käfer. Ja, genau. Da. Ja, Hals. Bei einer Krone kriegst du 3 Münzen. Nimm sie dir bitte. Okay. Cool. Ja, dann gehe ich einfach mal hier hin. Baker Street. So,
Da kriege ich drei Karten verdeckt hier hin. Und jeder von uns wird eine von diesen drei Karten bekommen. Und ich decke die erste auf und sage... Rachel hat gerade Bücher abgegeben, sie brauchen neues. Oh, du bist... Ich decke die nächste auf. Weiß nicht, was du bist. Ah, Monsterfüße. Was haben wir hier? Insektenbeine. Will ich nicht unbedingt haben, aber ist auch nicht das Schlechteste. Ich nehme die mal. Okay, was ist das Letzte? Das Letzte ist verarkt. Oh, Excalibur. Danke. It's for the king. It is for the king. Du bist nicht acht. Das war's dann schon. Ich darf noch eine von diesen Aktionen machen. Genau. Ich möchte auch eine Karte verkaufen. Das ist immer eine gute Wahl. Ja. Und ich verkaufe, glaube ich, hier den Rosettenstein. Sehr gut. So viel. Dafür kriegst du vier Münzen. Nehme ich. Dann suchen wir noch eine Karte aus, ja, dass wir hier liegen können. Oh ja, ja, da war ich noch nicht vorbereitet drauf. Komm schon. Ne? Ich habe das kommen sehen eigentlich, aber... Weißt du, wie viele Legendar-Karte-Kopien es gibt im ganzen Stapel? No. Okay. So, wir wissen nicht, ob es Legendar-Karte nur zweimal gibt oder dreimal. Also zweimal mindestens. Zwei und drei. Ah, da sind schon drei. Ah, okay. Ob es mehr als drei gibt, davon weiß ich auch nicht. Ja, okay, ich bin soweit. Wie sieht es mit euch aus? Ich bin auch bereit. Okay. Okay. Ich habe eine Rose. Ich auch. Nice. Du kriegst nochmal drei Münzen. Oh, wunderbar. Und die Rose gibt so viele Punkte, wie man verschiedene Kategorien hier drin hat. Das heißt, bei mir sieht man ja gerade, ich habe hier 1, 2, 3, 4. Nee, die ist doppelt, zählt nicht. Also 1, 2, 3 verschiedene Kategorien ist die 3 Punkte wert. Ich habe aber 4. Ja, du bist einfach der bessere Sammler. Das kann man sagen. Das kannst du vielleicht zweimal sagen. Du bist der bessere Sammler, du bist der bessere Sammler. Ah, danke. Dann. Okay. Jetzt haben wir interessante Sachen. Willst du nur Zeit schinden, weil du nicht weißt, was du machen sollst? Ich gehe zurück. Back. Ja. Okay, jetzt wird versteigert. Auf geht's. Ja. Ah, kommt weg. Okay. Was haben wir? Da haben wir einmal so einen Kronstein. Ein Drachenkopf. Interessant, interessant. Und noch eine Krone. Du darfst anfangen. Was möchtest du zuerst versteigern? Eins für die Drachenkopf. Nix. Okay, fürs Mindestgebot weg. Bitte. Badu! Dann bitte ein Coin abgeben, bitte. Ein Pfund. Ein Pfund ist weg. Nix für die Krone. Fische. Die Krone ist ja im Endeffekt beides die gleichen Karten. Aber willst du dafür was ausgeben? Nein. Krone interessiert mich nicht. Nee, mich auch nicht. Kann ich davon ausgehen, dass das bei der anderen auch so aussieht? Ja, genau. Alles klar. Ja. Dann darf ich entweder eine extra Karte nehmen oder Geld. Ich nehme die drei Münzen und ich gebe dann die aus und noch einen Platz frei zu machen. Okay. Ja, das ist eine gute Idee. Ich bin bereit. Ich auch. Ach, gut gemacht. Gut? Ja. Go. Ich war auf die Habaneros auch ganz scharf und habe gehört, dass ich die Originalen habe. Ist okay, ich spiele Excalibur. Ich tausche die Token aus. Ja, also wenn man legendäre Artefakte zweimal auf den Tisch bringt irgendwo, stellt sich heraus, dass die doch gar nicht so legendär sind. Ja. Deswegen gibt es auch keine extra Fame Points, die wir hier sammeln. Aber das ist okay. Das geht gut, sehr gut nach der Themen. Rachel. Ich habe auch nur noch eine Aktion hier über, ne? Eieiei. Ich habe zwei. Oh, deiner ist ja farbig. Dein Miepel, sehe ich jetzt erst. Ja? Ich habe hier nur so ein Schwarz-Weiß-Ding. Ah, okay. Oh. Das stimmt. Ah, die werden wahrscheinlich heat-printed sein nachher. Ja. Ich will auch hier gehen. Bitte sehr. Hey, was brauche ich? Ein Buch. Ein Buch. Das würde ich dir abnehmen, Rachel. Ich habe dir auch ein Buch gegeben. Das stimmt. Oh. Das war lieblos. Ja, danke, das nehme ich gerne. Oh, auch ein Buch. Ja, das wollte ich nicht. Das sieht sehr schön aus. Das habe ich schon gelesen.
Oh. Okay, dann lege ich diese, also benutze ich. Ja, der ist sehr beliebt, ne? Der Schwarzmarkthändler. Ja, also Sprache. Mhm. Geld. Man wird eine Karte los, die schon mal ein Minuspunkt gegebenenfalls ist, und man kriegt noch Geld. Das war immer eine gute Entscheidung. Okay. Habe ich. Gut, cool. Ich bin auch bereit. Oh nein. Schon wieder was abzulegen? Ja. Wow, ich mache mir Karten. Oh nein. Du brauchst mehr Karten. Liv, die ganze Zeit hast du letztes Mal gespielt. Diesmal hast du extra darauf geachtet, keine Karten auf der Hand zu haben. Das ist lustig. Ich habe eine Probleme. Ja, ich bin auch gar nicht so zufrieden mit dem, was ich hier auf der Hand habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann kriege ich keine Minuspunkte am Ende. Das Ziel ist nicht zu gewinnen. Oder Punkte zu sammeln. Das ist eigentlich zu viel Minuspunkte weniger zu haben als dein Gegner. Also ich habe mich auch entschieden und bin äußerst unzufrieden. Ich gebe hier so eine Krone ab und nehme drei. Ich habe noch eine Rose. Ich habe zwei Bücher. Die hätte ich auch gespielt, wenn ich sie hatte. Wie viele Bücher? Zwei. Du spielst nur zwei Bücher? Okay, wow. Was hast du denn noch auf der Hand, dass du jetzt zwei Bücher spielst? Wow. Das kann denn schlechter als zwei Bücher gewesen sein. Sie sagt nichts. Dann ist dein Zug durch und Liv, das ist dein letzter Meeple, das du hinlegst. Okay. Ich kann mir das mit Rachel nicht mehr angucken, du. Jetzt gibt's Karten für dich. Viele Karten. Danke. Viele bunte Karten. Alles klar. Gute Karten, hoffentlich. Ich nehme den. Dann habe ich drei. Das hast du nicht. Okay. Das ist schon mal zu viele Karten. Genau. Ich habe nur zwei. Ja, ich, während ihr euch entscheidet, mache ich schon mal hier einen Platz frei, würde ich sagen. Mhm. Weil, weißt du was, was soll der Geiz? Ja. Komm, mach ich noch einen frei. Also wer es hat. Hey, das ist für dich. Oh, nein, danke. Und dann ich. Prima. Oh, das war lieb. Auch mein letzter Platz frei. Okay. Die beiden. Ich auch. Boah. Ja, das ist noch eine Blume. Mach ich jetzt. Sehr schön. Okay, ich habe so viele Karten. Ich habe vier. Du hast viele und ich habe vier. Wo sind wir jetzt eigentlich hängen geblieben? Hier, ich darf noch eine Karte verkaufen. Ja, eine von die. Drei, die du bekommen hast. Brauche ich. Die kann weg. Oh, aber ich habe das zu dir gegeben. Ja, ich habe doch gesagt, dass ich das schon durch hatte. Der Typ hat keine Liebe für das. Ja. Und jetzt legen wir eine Karte an, ne? Ja. Aber, also spielen wir eine Karte. Ja, ich auch. Noch ready. Ist es besser, Punkte von dir zu klauen? Als Punkte zu machen. Für mich zu generieren. Ja, natürlich. Immer gegen den Stärksten. Wir sehen, was diese Strategie bringt. Okay, are you ready? Ja. Los! Ha! Das hat, ich hätte genauso das auf die Hand und habe ich auch nicht gespielt. Oh, warum nicht? Das wäre wenigstens etwas gewesen. Ja, aber ich habe ein Set von Büchern. Ich glaube, das habe ich noch gar nicht erklärt. Also wenn man ein Buch hat, kriegt man einen Punkt. 2x2, 4. Drei verschiedene Bücher, das 3x3 macht 9. Und 4 verschiedene sind nette 16 Punkte. Oh, das ist toll. Okay, du bist. Ja, ich bin dran, danke. Oh, jetzt ist auch mein letzter Zug hier. Also, wo ich die Bibel da sitzen kann. Oh, ja, ich bin ja schon durch. Das heißt, nur noch zwei Züge und dann haben wir das Spiel schon hinter uns. Wirklich fix. Da kann ich nicht hingehen, da kann ich nicht hingehen, da will ich nicht hingehen. Ich gehe da nicht ab. Ja, der ist immer gut, der Spot. 1, 2 und 3. Mal gucken, was ich bekomme. Erste Karte. It's a ring. Here you go. Zweite Karte. Hat jemand das schon gespielt? Ich glaube nicht. Liv hat das schon gespielt. Here you go. Oh, alles richtig gemacht. Der Bastard. Ouch.
Jetzt wird eng. Wir haben nur zwei Plätze übrig. Und ja. Ich habe mich schon entschieden. Ich darf eine Karte dann verkaufen. Kannst du auch noch mehr ziehen. Kann ich mehr ziehen? Ja, kannst zwei ziehen und dann kriegen wir beide noch eine. Mehr Minuspunkte für euch. Das hört sich gut an, aber nein. Ich gehe hier drauf und ich sammle. Du kaufst jetzt den Heiligen Gral. Aber später ist das 5 Punkte. Ja, das hat er übersehen. Das habe ich nicht übersehen. Doch, das hast du übersehen. Das habe ich richtig gesehen. Aber jetzt müssen wir etwas hinlegen. Alright, alright. Ich bin fertig. Ich bin auch fertig. Ich habe nur 3 Bücher, aber ich muss die jetzt spielen. Okay, ich habe auch nur 3 Karten. Aber 3 Monster. Oh! Damit bekommst du noch einen legendären Token. Man kann entweder nur eine oder alle 3 spielen. Jetzt habe ich hier so ein schönes Set. Das ist unser erster Monster, das stimmt. Wow. Und pack das Monster dahin und das finden alle legendär. Kriegt auf jeden Fall ein Famous Token. Das wollen die Leute sehen. Natürlich. Und ich kaufe mir hier noch den letzten Platz frei. Ich spiele auch kein Gulag. Hauptsache, mir die Punkte stehlen. Ich muss nichts machen. Ich sitze hier und sammle Punkte und Rachel klappt eine. Das ist auch wie gegen ein Team spielen hier. Ja. 2 hier, gegen 1 ist das hier doch immer. Hier ist wirklich das letzte Zug. Das stimmt. It's your last turn. So, hier in die beiden Plätze kannst du gar nicht gehen. Du musst entweder dahin stimmt, oder da. Man kann sein Meeple immer nur an einen Ort jeweils stellen, also nicht zweimal den gleichen aktivieren. Das heißt, du hast jetzt nur noch eine 50-50 Chance. Was darf es sein? Oh, ich habe ein bisschen Geld noch. Das ist die Auktion. Da werden 3 Stück aufgedeckt. Bam, bam, bam. Und Rachel, du darfst aussuchen, welches Objekt darf als erstes unter den Hammer gehen? Diese Yeti, diese Monster. Am Monster Body. 1. Du bietest 1-1. Wer bietet mehr? Wer bietet mehr? Ich biete nicht mehr. Ich bin schon wieder raus. Dritten verkauft. Boom. Dann nächstes. Ja, du musst ja erstmal sagen, welches verkaufst du. Ja, also, den hier verkaufst du? Nein. Nee, welcher verkaufst, wird zur Auktion angeboten? Ja, okay. Sag es einfach. Habe ich schon alle 6? Muss ich mal eben kurz gucken. Ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Punkte. Nicht verkehrt. Oh, da bin ich mal dabei. Ich biete da mal einen drauf. Oh, das wäre nicht Buch, Buch ist auch interessant, aber ich kriege den Verein. Oh, ja. Geil. Danke. Ja, Rachel, was Buch? Ist das Buch dir wert? Wie viel geht's auf dem Markt? 1. Nee, ich will das nicht. Ich auch nicht. Oh, man. Es ist manchmal gefährlich, auf die Bücher zu gehen. Hast du geblufft. Du wolltest nur uns mehr Geld abnehmen. Ja, jetzt darfst du noch. Willst du jetzt noch eine Karte ziehen oder möchtest du dir. Geld. Also noch ein Punkt. 3 Münzen, 1 Punkt. Oder 3 Pfund. Okay, ja. Wenig überraschend. Letzte Karte legen. Ihr wisst, was ich spiele. Ich habe mir gerade schön auf der Auktion erschlichen. Okay. Warte. Ja, ich bin schon soweit. Ich habe schon längst hingelegt. Oh, ich weiß, was Ark in der letzten Runde spielt. Was spiele ich? Du änderst die Karte nicht mehr, ne? Ne. Du spielst so eine Totenkopfkarte. Warum? Weil das absolut klug gewesen wäre und ich hätte das an deiner Stelle auch so gemacht. Okay. Wieso? Und ich weiß, dass du noch so eine Totenkopfkarte auf hast. Was macht die Totenkopfkarte? Jetzt deck auf, was hast du? Ja, aber das ist nicht so schlau. Was wäre denn schlau? Wie du denkst. Okay. Schlauer wäre, einen Monsterkarte zu spielen, damit ich 6 Punkte pro Blume bekomme. Wie viele Blumen hast du denn? Ich habe schon 3 Blumen. Das sind 3 Punkte mehr, mit den 3 macht 6 Punkte. Ja, das andere wären 5 Punkte, nee, wären 4, wären 7. Hätte 7 Punkte machen können damit, hätte es 1 Punkt mehr machen können in der Differenz. Aber egal, das geht zu schnell für dich. Nee, 6 Punkte pro Blumenkarte. Ja, aber du hast nur 3 Blumenkarten. Du hättest ja ansonsten 5 für jede gekriegt. Das heißt, in der Differenz hast du nur 3 mehr. Plus diese 3 macht 6.
Die Karte hätte dir aber 4 gegeben, plus wahrscheinlich diesen Token hätte plus 3 wäre 7 gewesen. Okay. Mathe schwer. Okay, ja. Das war's. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich habe gewonnen. Schönes Spiel und. Na, sammeln wir die Punkte. Mach oh, Mann. Tassen, Taschen. Okay, Rachel, du darfst anfangen. Sag mal, was soll ich eintippern? Okay, das war 5. Ja. 5. Ja. 3. Oh. 3. Ja, 3. Und dann 3 Bücher. 9. Mhm. Und. Nach 2. 4. 5. Nach 5 und dann habe ich 2 Blume. So das ist 1, 2, 3, 4. Plus 4? Plus 4 mehr. Nochmal. Und nochmal 4. Ja. Genau. Und dann hatte ich 2 Games. So 6 Punkte. Plus 6. Plus 6. Verdammt, hat die echt gemacht. Und dann habe ich. Noch. Ein so, Punkt? Toll. Okay. Ja, ein Punkt. Und wie viele Minuspunkte hast du? 4. Minus 4. 47. 47. Merkt ihr das mal? Okay. So rund um die 50 schafft man hier aber durchaus immer. Ja, hau mal raus. Okay. 5. Ja. 4. Ja. 3. Ja. 2, 1. Hä? Entschuldigung, weiter. 6. 5. 6. 6, dann habe ich 9, dann 3. Legendary Tokens habe ich 1, so plus 3. Und wegen Münzen habe ich plus 2 Punkte. Jetzt müssen wir aber gucken, wer hiervon mehr auf der Rückseite hat. Ja? Ich habe nur 3. Ich habe 2. Ah, nice, dann kriege ich nämlich noch einen Token. Ja. Minuspunkte habe ich 1. Alter, du hast voll viele Punkte, was du hast geschaut. Und 4. 75 Punkte gemacht? What the? Du hast etwas bestimmt falsch gemacht. Da gibt es eine... 3. Plus 23 gibt's nicht. Plus, ach so. Was war, ach, plus... Plus 3. 3 war das. Warte, wo mache ich hier zurück? Gibt's hier keine Zurücktaste? Doch. 46, ja, wollte ich doch meinen. Ja. Oh, ich habe schon Angst. Aber jetzt hast du schon mal weniger als Rachel, das steht schon mal fest. Okay. Hier. Ich bin nie wieder. Komm, gib mal bei mir ein. Okay. Kann es gehen? Ja, go. 5? 5. 4? 4. 16. Okay. 5? Okay. 6? Okay. 6? Okay. 5. Ja. 3. 3. 9. 9. 6. 6. Minus 2. Minus. Und Geld. Habe ich nur eine, das ist nichts wert. 63. Bis jetzt das beste Ergebnis. Ja. Gut gemacht. Letztes Mal habe ich gewonnen. Vergiss das nicht. Das wissen wir nicht. Ja. Das könnte sein, das wissen, aber wir wissen es nicht. Du hast die Aufnahme ja einfach gelöscht, also von daher wissen wir ja nicht, ob du wirklich gewonnen hast. Es war plus minus ein Punkt. Hätte sein können, aber ja. Okay, komm. Wie lange haben wir gebraucht? Unter einer halben Stunde. Ja. Ja, cool. Was willst du noch sagen zu das Spiel? Ich fang an? Ja. Oder Ladies first? Nein, du kannst. Ich darf, okay. Ja. Keiner will, okay. Also ich fange erstmal, glaube ich, mit dem Material an. Mhm. Ich denke mal, das werden Heatprinted Miniaturen, Meeple sein, unterschiedliche Formen, finde ich, sehen cool aus. Ja. Auch das hier, das macht einfach was her, es ist irgendwie besser, als wenn da einfach nur, wenn es nur irgendwie so wäre. Genau. Ja, stimmt. Also, sieht cool irgendwie aus. Hat das schon durchaus Tischpräsenz und da kommen wir natürlich auch hier nicht drum herum, mal kurz darüber zu sprechen. Eigentlich für mich total überflüssig, aber ich finde es cool. Es ist sehr ordentlich. Ich meine es sehr. Das stimmt. Freeze. Aber weißt du, woran mich das hier erinnert? Freeze. Double, sag es. Rachel, hit the button, please. Oh, wir müssen nochmal hier Aufnahme. Gut. Weiter, sag es. Ich bin doch schon, jetzt sag es endlich. Okay. Double. 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 Layer. Layer. Board.
Double Air Style ist das. Double Air Style? Wie ein Doppeldecker Burger. Wie lange hattest du den schon in der Hinterhand? Ich hab mal spontan gehalten. Ja, natürlich, natürlich. Ja, finde ich auf jeden Fall irgendwie, weiß ich nicht, besser als wenn die gerade vor mir hier einfach ausliegen. Ja. Es wird bald nichts. Die gucken mich noch so ein bisschen an und irgendwie ist das schick gemacht. Und ich finde allgemein das Artwork auch sehr stimmig. Ja. So dieses viktorianische Großbritannien in London kommt gut rüber. Family Light ist wirklich einfach. Nachher die Punkte zählen. Wofür kriegt man wie und was, muss man vielleicht ein bisschen rechnen können, aber ansonsten wirklich sehr einfach und schnell gespielt irgendwie. Ist auch, bis auf, dass man hier den anderen die Token wegnehmen kann, ja, gibt es eigentlich auch keine Konfrontation hier wirklich. Ja. Also man kann wenig den anderen wehtun, sondern so man spielt um die Punkte. Ja, was hast du noch zu sagen? Also Thema und Kunst gefällt mir unbedingt, aber was mir super wichtig ist bei manchen Spielen, finde ich, in den letzten Tagen, ist Spannung. Ich mag das. Ein Spiel fühlt sich nicht so lang, wann du die ganze Zeit auf die Kante deiner Stühle sitzt und sagst, okay, bitte nicht mir noch eine Karte geben oder bitte gib mir die richtigen Bücher oder sowas. Ja, ich habe mich auch gerade über das Monster gefreut. Das habe ich irgendwie auch richtig schön von euch geschenkt gekriegt, alle drei Karten. Bitteschön. Ja. aber das ganze Thema, wo ich will Karten, aber nein, will ich doch gar keine Karten. Ich will nur die richtigen. Ja, genau. Ja, ich will die richtigen Karten, aber die kannst du nicht aussuchen. Und das ist, wo Glück in ein Spiel definitiv super cool ist. So, hier war das, also du nimmst die Risikokarten zu bekommen, dann musst du dafür zahlen am Ende des Spiels. Klar, also wir haben kein super mega komplexes Spiel, dafür dauert es auch nur, ich denke mal, wir haben es jetzt dreimal hintereinander gespielt und das ist schon ein Indikator. Ja. Und mir ging es jetzt noch nicht auf die Nerven beim dritten Mal. Genau. So, weil es nur so 20 bis 30 Minuten geht, ist schon mal gut, ist natürlich dann nicht super tief, aber ich sag mal so, bei mir ist schon so die Spannung drin, dass ich sage so, ja, war cool, ich will aber gerne sehen, was haben wir denn hier auf der Rückseite, wie funktioniert der Ort, wie funktioniert der Ort. Was haben wir hier noch? Weitere Orte oder hier? Ist immer wieder spielbar. Ach, ja, noch mehr. Dann haben wir, da gibt es ja schon mehr als 10 Orte. Okay. Sind ja schon 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal 2 sind ja schon 12 Orte. Ja, cool. Gibt's, also für so ein kleines Spiel, gerade, ich glaube, die kostet $35 oder Euro, da gibt es jetzt nicht so viel dran auszusetzen für mich. Weil es halt auch ein schnelles, kurzes Spiel sein wird und das funktioniert in der Familie gut. Ist jetzt vielleicht nicht super tief, aber ich war überrascht, dass ich diesmal mit den Punkten auch deutlich mehr hatte, weil die anderen Male lagen wir alle so mal plus, minus ein, zwei Punkten. Ja. Lief diesmal wirklich gut bei mir. Das ist ein bisschen Glückssache. Das stimmt. Gerade, auf jeden Fall Glückssache. Weil aber gerade so ein Set mit 16 Punkten ist... Das ist schon. Aber das ist das zweite Mal, dass du das gemacht hast. Ja, das stimmt. Das da habe ich immer drauf gespielt, weil ich dachte, 16 Punkte. Das ist ziemlich heftig. Rachel, willst du was zu das Spiel sagen? Ich mag diese Dinge sehr. Also manche Spiele, fühlst du das nicht, dass eine Thema gibt, aber mit diesem Spiel fühlst du das sehr gut. Und auch mit diesen verschiedenen Mechanismus. Du siehst das schon und es ist ein bisschen Spaß. Das finde ich auch ganz cool, dass man so ein bisschen Push Your Luck hier einen Versteigerungsmechanismus und ein bisschen Draft und so in der Richtung. Das ist so angeschnitten, so ganz, ganz dezent sind da so andere Mechanismen mit drin. Ja. Das finde ich durchaus interessant, muss ich auch sagen. Ja. So für ein Set-Collection-Spiel. Schönes Spiel. Ja. Gefällt es mir. Ich auch. So, ich bin satt. Okay. Ich bin auch satt. Wir sind satt und wir verabreden uns. Danke, dass du zugeschaut hast und bis zum nächsten Mal, wir etwas auf dem Tisch essen wollen. Tschüss. Ja. Ciao. Tschüss. You already clapped, huh? Yes.